Ja, ich habe die Werte, also ich habe den Würfel nicht gefunden. Ich verstehe nur nicht, warum ich bei mir die Würfel nicht sehe. Ich war gerade sehr verwirrt, warum da 16 steht, aber stimmt, das ist noch die Klugheit von Walla. Cool. Spyro, schau mal unter dem Zahnrad und dann Enable Animated Graphics. Vielleicht siehst du sie dann. Oder aktiviere 3D-Würfel, müsste auch eingeschaltet sein. Guck da mal nach. Automatical 3D? Was sagst du nochmal? Aktiviere 3D-Würfel. Oder Activate 3D Dice. Wie auch immer das bei dir da steht. Muss ich mal kurz gucken, wo ihr steht das. Beim Zahnrad bisschen runter, da hast du die ganzen Dinger zum Anhäckchen. Unter der Lautstärke. Direkt. Ja, da bin ich ja. Und da habe ich es alles da bis auf drei Stück mit Häkchen. Ja, bei mir ist alles bis auf eins mit Häkchen. Da steht Fenster-Pop-up für Charaktere, einschalten Chat-Hinweiston, den habe ich aus. Und den Rest habe ich an. Einschalten erweiterte Würfel und aktiviere 3D-Würfel und automatisches Würfeln. Ja, das ist alles bei mir an. Also bis auf Enable Chat Time Step, Use Advanced Keyboards, Shortcut. Ja gut, die haben nichts damit zu tun, das ist wurscht. Sonst ist dann alles ein Häkchen. Dann eigentlich sehen können. Vielleicht passt du einen Aussetzer, beim nächsten Mal werden wir sehen. Ja. Lass uns reloaden kurz. Kannst du auch. Dann mach ich mal kurz eben. Sorry für die Unterbrechung, macht weiter. Ja. Höre ich was? Achso, erstmal. Entschuldige. Dank deines überragenden Gehörs hörst du tatsächlich ein leichtes Piepen. Okay. Wartet, Rulfan und Gurtag, ich höre was aus dem Haus. Fiepen? Sie schaut ein bisschen unsicher, weil sie ja nicht zuordnen kann, wozu das gehören könnte, dieses Geräusch. Was für ein Fiepen? Wie ein Winseln? Oder ein Tier? John? Ist es mehr ein Tier oder? Ist eher wie ein Tier. Wie ein kleines Tier. Es könnte ein kleines Tier sein. Also. Okay, ich hoffe mal, ein kleines Tier wird uns nicht gefährlich. Gut, da geht ein Stück weiter. Naja, die Mutter könnte es vielleicht. Wenn nicht, sich noch ein Gurttag, der schon zielsicher zur Hütte geht. Der ans Fenster am besten, damit ich durchschauen kann. Vielleicht hört er gerade einfach nur ein Rattennest oder so. Naja, lasst es uns rausfinden. Auch Aion geht jetzt zur Hütte und guckt mal, sucht sich ein Fenster oder sowas in der Richtung. Sehen wir was schon. Gibt es Fenster? Es gibt sind die versperrt oder nicht? Es gibt in der Tat ein Fenster, beziehungsweise da ist auch keine Scheibe oder so drin. Da könnt ihr einfach durchgucken. Es ist auch so ein Schritt von der Tür entfernt auf der rechten Seite. Ja, wer schaut durch? Ich sollte schon da sein. Bin ich hoch genug, um durchzuschauen, oder muss ich auf Nivis klettern? Was ich auch tun werde, wenn es sein muss. Absolut, ja. Ich bin auch da. Ich bin da Knie geblieben. Ah, es geht schon, es geht schon. Du siehst, alles. Du kannst nicht viel sehen. Du siehst, das ist so ein kleiner, wie nennt man das? Also du siehst da halt eine Tür, wo anscheinend noch in einen weiteren Raum führt. Davor, also in deiner näher an der Fensterseite ist ein Tisch. Und du meinst auch, dass du da eine Ratte gesehen hast, die schnell vom Tisch runtergeklettert ist, als sie dich erblickt hat. Okay, dann würde ich sagen, nur eine Ratte. Ignoriert das Fiepen. Wahrscheinlich wirklich nur ein Nest. Sah die Ratte gesund aus oder war die auch mehr verwesend oder sowas in die Richtung? Die sah relativ normal aus. Okay, dann ignoriere ich. Aion ist jetzt auch so am Fenster angekommen, guckt mal noch so kurz rein. Ja, bis jetzt nichts Besonderes. Gurtag drückt die Tür auf, wenn's geht. Lasst lieber mich vorgehen. Ich dränge mich am Zwerg vorbei oder ich versuche es. Ah, okay. Ich gehe einfach einen Schritt zurück. Rulfan hebt Gurtag einfach hoch und schiebt ihn zu sich. Wow. Unhöflich, Matsch. Wow. Sagt der Zwerg, der mir unhöflich ist. Entschuldigung, ich hatte nur das Bild im Kopf, dass Rulfan Gurtag einfach hochhebt. Ich hebe niemanden hoch, ich schiebe mich einfach an ihm vorbei und gehe mit gezogenem Schwert zuerst
Ach, drin. Mhm. Gut, mit gezogenem Schwert öffnest du die Tür. Und dir kommen auch gleich zwei Ratten entgegen, die nach draußen fliehen. Ich dachte, die mit Gesicht springen. Hatte ich auch erst gedacht. Warum hab nur mich das Pech? Aber nein, ansonsten... Ich zucke nur kurz zurück und schaue, ob da noch mehr nachkommt. Kann ich versuchen, eine Ratte zu fangen? Ich bin direkt hinter ihm. Mit einer Gewandtheitsprobe plus 4. Oh, nice. Ja, das wird garantiert passieren. Nives auch. Wow. Ich frage jetzt, wofür? Ja, man kann sie fragen. Bäm! Ich bin der Fänger hier. Ich bin der Zwerg. Okay, das will ich jetzt bitte beschrieben haben. Wie fängst du die Ratte? Hallo. Wow. Er ist noch Nives. Nives auch noch. Die andere meinst du, ne? Die zweite, wo rauskam. Ja. Da, hier. Wir sind die Rattenfänger, sag ich dir. Und von Hameln? Mega geil. Ich hätte außerdem wechseln sollen. Nutzt du? Rattenfänger von Hameln? Ja. Pass auf. Ja. Gut. Ich fange die Ratte, indem ich meinen Fuß bewege, ihr auf den Schwanz steige und sie dann packe hinterm Genick. Und das alles in einer fließenden Bewegung. Das habt ihr noch nie gesehen von einem Zwerg. Wie fließende. Ich mache fast einen Handstandüberschlag dabei. So gewandt wie eine Katze bewege ich mich. Plötzlich kam ein Windstoß von hinten und das Haar von Gurtag wedelte. Während sie einfach am ganzen Leib mit der Schnauze packt und festhält. Und sie stellt sich wahrscheinlich eher tot. Als weiter versuchen, da rauszukommen, weil es sind scharfe Zähne, die sie umklammern. Na, Gurtag, ist das ein neues Haustier oder immer dein Abendessen? Wie möchtet ihr sie haben oder hält sie zu nee, weil er, danke. Weil er ins Gesicht so ein bisschen. Sie wehrt sich wahrscheinlich ein bisschen, nur kannst du nicht an Gurtag ran. Bleib mir mit dem Vieh weg! Was soll das denn gut sein? Dann spart euch die Kommentare und Gurtag schaut sich die Ratte genau an. Wie sieht sie aus? Sieht sie ganz normal wie eine normale kleine Ratte aus oder eine große Ratte oder. Jetzt wünsche ich mir gerade echt, dass die Ratte so ins Gesicht ihm kratzt. Also, kann sie nicht. Es ist wirklich. Ich hab sie am Genick. Sie pinkelt den höchstens auf die Hand. Es ist anscheinend wirklich eine ganz klassische Ratte. Sie sieht ein bisschen abgemagert aus, hat anscheinend schon länger nichts mehr zu fressen, erhaschen können, aber es ist auf jeden Fall wirkt sie vital am Leben und ja, kannst nochmal. Dementsprechend wehren wird sie sich wahrscheinlich. Ja. Und dann schaut sie sich genau an und sagt, na halt mal still, kleines Ding. Ziemlich schwach, abgemagert. Ihr scheint es nicht viel zu fressen zu geben für so ein armes kleines Vieh. Aber sie scheint nicht untot zu sein oder etwas eben. Nives, zeig mal her. Und er geht zu Nives und nimmt sich die andere Ratte in die andere Hand. Vergleicht die beiden, sehen ungefähr, also gleich abgemagert und sowas aus. Auf jeden Fall. Ihr seid wahrscheinlich sogar eine Familie. Nun gut. Und er setzt sich einfach hinterm Haus ab. Weil einfach die Stirn runzeln abgewandt hat, versteht nicht ganz, was das eben bringen soll und hat sich dabei weiter umgeschaut. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Viecher nicht untot sind und uns alle. Rüffel hat nicht weiter gesagt, er ist einfach, hat sich einfach umgedreht und hat sich weiter umgeschaut. Schulter zurück weitergehen. Ja, Rulfan, also du schaust dich als erstes jetzt in dem Raum um. Wie gesagt, du siehst jetzt ist quasi so eine Wand in der Mitte des Hauses, die halt nochmal in gerade direkt vor dir noch in ein weiteres Zimmer führt, geschlossene Tür und rechts eben das, was ihr ja vom Fenster aus schon gesehen habt. Und ja, deswegen, du siehst jetzt zu deiner Rechten eben auch den besagten Tisch, ein paar Stühle, da stehen auch noch ein paar Teller und so Obstschalen, wo aber natürlich alles schon total verfault und vergammelt ist und ja, anscheinend war hier schon länger niemand mehr wie erwartet. Also auch alles sehr staubig und so. Dann wende ich mich einfach mal der Tür direkt vor mir zu und ja, mach sie auf. Jetzt kommen Zombies raus. Nein. Du machst die Tür auf. Das scheint eine Art kleine Vorratskammer zu sein. Auch da erblickst du wieder ein paar kleine Getiere, Ratten, noch ein paar ja, Insekten und so, Spinnen. Aber wirklich in einer normalen, kleinen, ungefährlichen Größe. Und sehr viel
Ja, verfaultes Obst, vergammeltes Getreide. Hier wurde einiges anscheinend aufbewahrt. Sehr zahlreich, aber es ist schon lange nicht mehr genießbar. Es sind auch noch ein paar typische Gartenwerkzeuge drin. Mhm. Aber das riecht bestimmt sehr gut da drin. Ist nicht gerade angenehm. Naja, das Verfaulen wird schon eine Weile her sein, weil so in dem Zustand, das sie ja sonst war. Gesundheit, Schatz. Gesundheit. Also es wird schon ziemlich am Endstadium der Verwesung sein, weil das so viel Faulgeruch ist und nicht mehr mitbekommen. Genau, beziehungsweise die Ratten haben sich um einiges gekümmert, aber da ist jetzt halt auch nicht mehr viel Genießbares oder Sinnvolles übrig. Mhm. Also es sind mehr staubige, verfaulte Reste als wirklich faulendes Zeug. Noch die Werkzeuge sind bestimmt alles sehr abgenutzt und nichts Brauchbares dabei. Absolut, ja. Mhm. Ja, dann wende ich mich den anderen wieder zu. Hier war schon lange niemand mehr. Während Rulfan reingeht und Kurtak, bevor Kurtak die Ratte freilassen würde, würde Lilina sich noch dem Zwerg nähern und meinen: Wartet, bevor ihr sie gehen lasst, vielleicht können wir die Ratten fragen, ob sie was von dieser Bestie wissen, von dem der Geist gesprochen hat. Hm. Sie fragen? Na gut, wenn ihr möchtet. Und Gurtak hält beide Ratten so in den Händen und hält sie ihr vors Gesicht. Die sich sehr stark wehren wahrscheinlich. Also, wie stark sie es noch können. Wie wahrscheinlich ist es, dass Lilina ein Stück Brot in ihrer Tasche hat, John? Glaubst du, sie hätte ein Stück Brot? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie den Finger hinhält und der ab ist danach? Das sind ausgehungerte Ratten, dem würde ich nichts hinhalten. Ihr habt Ration, also ihr habt theoretisch ja die Möglichkeit. Was? Sie ist eine kleine naturliebende Vieh. Sie würde dem Tier auf jeden Fall was hinhalten. Ist das in irgendeiner Weise relevant, was sie da hinhält, weil eine Ration wird größer sein als ein Stück Brotkrumen oder sowas? Ja, aber ich meine, das auch nur uns eine Ration kosten. Die Ratte wird jetzt nicht eine ganze Ration fressen, ja. Das ist klar, ja. Ja. Also du wirst ein Versöhnungsbissen wird nicht so groß sein. Stück trockenes genau. Fleisch oder sowas. Genau. Nicht so wild. Genau. Deshalb einfach von deiner Tagesration hast der Ratte was abgegeben, dann hat sie es ausgeglichen, dann hast halt ein paar bisschen weniger gehabt und das passt. Okay. Gut, dann hätte sie zuerst einer der beiden Ratten. Also Gurtak kann ruhig eine freilassen. Sie braucht ja nur eine dann zum Quatschen. Gurtak hält die fest, bis sie sich beruhigen. Vorher hält er sie nicht los. Und jedenfalls dann... Kannst froh sein, wenn er sie nicht wegzieht, wenn du sie füttern willst. Und dann würde sie halt Tiergedanken sprechen. Aber sich nur auf eine konzentrieren, weil ich glaube, das geht nicht auf zwei, ja, oder? Ja, richtig. Okay. Du fütterst diese Viecher, Kind. Ihr seht doch, wie ausgehungert die armen Wesen sind. Ich meine, Tierliebe hin und her, aber seht ihr nicht, wie die sich gebären? Und Gurtak hat schon Mühe, die andere Ratte noch festzuhalten, die nicht gefüttert. Na wenn, dann füttert sie schon beide, aber sie redet halt mit einer. Ach so, ja gut. Dann. Arjan steht ja auch noch dabei und denkt auch so, guckt sich das auch so ein bisschen an, murmelt halt so. Es ist halt seltsam, auch die Ratten sehen hier irgendwie nicht so besonders gesund aus. Dabei sollten gerade Ratten hier in dieser Umgebung eigentlich genug zu fressen haben. Hm? Wie meinst du das? Habt ihr Früchte irgendwo hier rumliegen sehen? Ich habe auch keine frischen Kadaver oder sowas gesehen, von denen sie sich ernähren könnten. Also es wäre mir nichts aufgefallen, aber... Weil so vielleicht ein Anwesen. Vielleicht sollten wir ihnen das untote Pferd zeigen, da ist zumindest genug Fleisch dran. Es scheint ja nicht umzufallen, wenn man es anknabbert. Vielleicht wächst es sogar wieder nach. Falls sie da rangehen, heißt das. Habt ihr schon mal Ratten gesehen? Die gehen dann alle. Lina wirft Gurtak einen strafenden Blick zu, als er das sagt. Hey, ihr wollt sie am Leben halten, Kindchen, nicht ich. Kann man? Entschuldige, sag mir zuerst. Kann man bei Tierkunde noch irgendwas rausfinden oder bleibt es im Grunde dabei, dass es halt einfach nur eine Ratte ist und Punkt? Kommt drauf an, wie du das Tier halt, ob du es untersuchen willst. Also, wenn du es aufschneidest, maybe. Ja, das wäre dann die nächste Stufe. Aber allein durch Tierkunde müsstest du zumindest in den Händen halten und noch genauer beobachten.
Und abfühlen vielleicht und so. Okay, ja gut, ich versuch's einfach mal, ob ich da vielleicht irgendwas Ungewöhnliches sehe. Ich meine, man kann es ja mal versuchen, auch wenn auf den ersten Blick jetzt vielleicht nichts Besonderes dran sein wird. Und ja, ich sag halt, ich wende mich an Gurtag. Kann ich mal kurz eine davon haben? Klingt komisch. Habt ihr jetzt Hunger bekommen, Elf, oder was? Rattendöner-Kebab-Spieß. Naja, die Tiere hier sind alle sehr, sehen alle sehr seltsam aus und kann es fast normal. Ich würde mir gerne die Ratte hier mal genauer ansehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Man spielt nicht mit der Natur, ihr solltet das doch wissen, und da reicht dir so eine Ratte hin. Also die, die mit der Lelina nicht redet. Okay. Die sich hoffentlich auch ein bisschen beruhigt haben, weil sie jetzt was zu essen haben. Ja, weil bevor sie würde nämlich eigentlich gut gerne die Ratte aus der Hand nehmen, damit sie halt eben mit dir sprechen kann, aber sie wird vorher Tierempathie machen. Also ich würde gerne Tierempathie würfeln, damit sie merkt, ob die Ratte sich soweit schon beruhigt hat, dass sie normal mit dir reden kann. Mhm. Entschuldigung. Das wirst du sehen, aber... Sie wird sehen, aber sie wird es halt auch... Sie möchte sicher gehen, ob es auch wirklich passt. Nice. Schade, dass wir deine Zauber nicht sehen können. Das ist gar kein Zauber, das ist eine Gabe. Noch schlimmer. Kann ich auch nicht sehen. Ist voll doof. Vielleicht kann ich darauf reagieren, ist blöd. Auf jeden Fall. Gut, dann würde die Ratten auf jeden Fall weiterreichen. Dann so, spielt nicht so sehr mit den kleinen Tieren. Lass sie wieder frei. Das ist jetzt mein Haustier. Ja, wer weiß, ne? Sei froh, dass der Snack für Nevis ein bisschen klein ist. Okay, John, was wolltest du sagen? Ja, also welcher Ratte widmen wir uns jetzt zuerst? Die bei Ion oder die bei Lelina? Also da das Gespräch wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, könnten wir mit Ion anfangen. Ja, genau, das passt eigentlich. Okay. Ja. Gut, also. Ion. Na, erst du. Irgendwie haben wir es halt mit gegenseitig unterbrechen. Ion nimmt auf jeden Fall eine Ratte von Gurtag und ja, sie versucht sich immer noch so ein bisschen natürlich zu wehren und zu entwischen, aber Ion ist natürlich schon auch eigentlich sehr, sehr tierlieb, also er tut ihr eigentlich nicht weh und behandelt sie eigentlich relativ sanft und ja, und er untersucht sie halt einfach mal optisch, äußerlich ein bisschen und guckt sie sich etwas genauer an, ob ihm irgendwas auffällt oder ob er sagt, ja, alles ganz normal, und ja, wendet dadurch auch seine Tierkunde an. Ja. Und wird wahrscheinlich ein paar Mal gebissen, weil Ratten, die nicht darauf gezüchtet sind, sind sehr biestig. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ion kann soweit erstmal den Bissen ausweichen, er kennt sich ja mit den Tieren aus und hält die eigentlich ganz gut im Griff und fühlt sie ab und du musterst sie ganz genau und du kannst auf jeden Fall feststellen bzw. es bestätigen, die Ratte lebt, du spürst auch einen ganz leichten, aber auch schnellen Herzschlag, durchaus ganz gewöhnliche Ratten für die Gegend hier. Und definitiv etwas abgemagert, sehen schon hungrig aus und auch schon nicht mehr die jüngsten Ratten vom Alter her. Aber an sich kannst du rein gar nichts Ungewöhnliches feststellen. Okay. Ja, er guckt sich, wie gesagt, die Ratte noch so ein bisschen an und stellt halt auch fest, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Sie ist ein bisschen abgemagert und nicht mehr die Jüngste, aber sie ist am Leben und nicht untot oder irgendwas. Daher, vielleicht findet ihr noch was raus, Elena. Gut, dann gehen wir. Während sich alles um die Ratten kümmern, kümmert sich Rüfer schon mal um die andere Tür, wo noch offen ist. Alles klar, kommen wir gleich dazu. Nevis folgt ihm. Ja, also sie nimmt vorsichtig die Ratte aus Kurtaks Griff und
macht halt immer so beruhigende Geräusche und streichelt sie auch, bis sie sich halbwegs hoffentlich beruhigt hat. Beruhigende Geräusche. Miau. Miau. Ganz bestimmt. Ich glaube, das ist nicht beruhigend. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist Ansichtssache. Und sagt dann so zur... Ich sage jetzt einfach, das ist eine weibliche Ratte. Ganz ruhig, Frau Ratte. Ich tue euch nichts, versprochen. Ich wollte euch nur ein paar Sachen fragen. Entschuldigung, sie ist eine Fee. Sie redet so. Sorry, das ist so eine komische Vorstellung. Ich weiß. Und du hast ihr auch ein bisschen Essen und so gegeben, ne? Also so ein bisschen. Mhm. Okay. Ja, hat sie auch, hat die Ratte auch immer noch so in den Backen und ist am Kauen und so. Vertonung, wow. Ja, und die Ratte ist so... Essen gut, Essen gesund, Essen endlich lecker. Ich brauche mehr Essen für ganze Familie. Essen. Ja, das verstehe ich. Ihr seht doch sehr abgemagert aus. Ich werde euch gleich auch noch ein bisschen was geben. Ich hätte nur eine Frage an euch, wenn ihr... Wenn meine Freunde und ich, wir, uns wurde gesagt, dass hier irgendwo eine Bestie lebt. Könnt ihr mir vielleicht etwas über diese Bestie erzählen, was genau damit gemeint sein könnte? Bestien, 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 überall, riechen nicht wie unser eins, riechen nicht wie Tier, riechen tot. Bestien hier überall, aber wir suchen Essen. Wir wollen überleben. Ich verstehe, ihr meint sicher die Zombies. Ein Begriff, mit dem die Ratte sich ja nichts anfangen kann. Eh nicht, aber sie sagt das halt zu sich selbst. Nun gut, und ein größeres Wesen, irgendwas, was wovor sogar diese todriechenden Wesen Angst haben, ist euch da etwas aufgefallen? Nein, wir bleiben hier, weil nur hier ist alles gesund. Draußen alles tot und verdorben. Aber hier alles gut, aber leider fast alles leer. Alles leer. Also im Gärtnerhaus ist alles gesund, ich verstehe. Okay. Sie schaut dann noch kurz zu Gutak und Ion. Habt ihr noch eine Frage? Ansonsten würde ich das arme Wesen wieder freilassen. Verstehen wir die Konversation überhaupt? Nein, also ihr habt nur Elina gehört. Aber schon, okay. Ihr habt ja ihre Fragen gehört, also. Ja gut, stimmt schon, dann habe ich das schon richtig verstanden. Eine Frage mal. Also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt das mit dem Tod doch gehört, oder? Alles, also, was Elina wiederholt habt ihr gehört. Mhm. Frag sie mal genau, was sie mit Tod meint. Wie meint ihr, Walla? Was genau soll ich fragen? Sie hat doch gerade was von Tod. Also du hast doch gerade was von Tod gesprochen. Kann sie das was eingrenzen, dass vielleicht noch irgendwas anderes zwar tot ist hier, aber es auch lebendig sein kann. Also so wie die Zombies. Vielleicht etwas Größeres, irgendwas Unnatürliches. Ich weiß nicht, ob das eine Ratte eingrenzen kann, Walla. Glaub mir, mich wundert bald nichts mehr deswegen. Okay, dann sie nickt und schaut dann die Ratte wieder an. Nun, ihr meintet ja, es riecht hier alles tot. Also die Wesen riechen tot. Riecht ja auch etwas Unnatürliches neben diesem Todesgeruch? Gibt es noch etwas, was mehr wie Magie wirkt vielleicht? Oder wie dämonischer Natur? Und das sagt sie sehr leise, damit sie Nivis nicht irgendwie aufschreckt. Nivis ist gerade mit Rolf an. Sie sagt es trotzdem leise. Weil Nivis kann gut hören. Indeed. Tod. Also die Ratte hat so einen richtig fragenden Blick gerade und die kann mit den Wörtern nicht viel anfangen, die du gerade so gesagt hast, von wegen dämonisch. Ja. Und ja. Sie schaut entschuldigend zu Walla. Tut mir leid. Dann fragst du mal,
ob sie vor irgendetwas Angst hat. Also so etwas, das sie richtig panisch macht. Kurtak steht nur dort mit verschränkten Armen und schüttelt den Kopf. Die sind verrückt geworden, die nicht. Eher wegen dem, was Vala dort fragen lässt, aber... Gibt es etwas, wovor ihr euch besonders fürchtet? Einen Ort, den ihr besonders meidet? Jeder Ort hier schlecht. Wenn wir hier nichts mehr finden, wir ganz hier weg müssen. Weil hier überall tot. Wir wissen aber nicht, wohin. Wir sind nicht mehr viele. Da schaut sie sie sehr traurig an und streichelt sie nochmal beruhigend über den Kopf. Also sie meiden eigentlich jeden Ort außer dieses Haus, diese Umgebung hier. Offenbar ist überall tot. Das heißt, wir haben nicht fast überall irgendwas mit... Aber ich... Sag mal zuerst. Okay, toll. Das heißt, wir haben überall irgendein Problem. Kurzmündig jetzt mal. Mittlerweile ist auch die Tür aufgegangen, die Rulfan geöffnet hat. Ich dachte, jemand kommt raus aus dem Gebäude. Hört's auf, mit den Ratten zu reden. Die Monsterratte. Ratzilla. Keine Sorge. Ratzilla. Gott. Ja, und für einen kurzen Moment muss man da doch schlucken, was Rulfan und ich glaube auch Gurtak dann sieht, als die Tür aufgeht. Nievis. Nicht Gurtak, Nievis. Ah, Nievis, okay. Ja, Nevis schluckt auch, fertig. Nee, Rulfan, du siehst, es scheint das Schlafgemach zu sein. Ein, großes Doppelbett und auch ein, kleineres Bett, nebendran. Jedoch ist das kleine Bett leer. Im Doppelbett jedoch, siehst du, insgesamt 4 skelettierte Körper. Anscheinend eine Familie und 2 Erwachsene und 2 Kinder, die sich da anscheinend zuletzt noch fest gehalten haben und in dem Bett gestorben sind. Was aber auch noch direkt in dein Auge fällt, ist ein eiförmiger Edelstein, den einer der Erwachsenen-Skelette so anscheinend halb so um seinen Arm gehabt hatte. Wie um seinen Arm? Also jetzt liegt es halt mehr so im Bett. Also er scheint es halt früher so um den Arm gehabt. Nicht wie ein Armreif, er hat es halt umarmt. Könnte man so mit dem... Ach so. Mit dem einen Arm hat er so seine Familie gehabt und mit dem anderen war eben dieses eiförmige. Ich möchte es mal eben... ich habe ein Bild von diesem Ei, möchte ich mal eben in den Chat hauen. Moment. War ich gerade vom Handy aus? Vom Handy aus? Okay. Ja, weil ich da den Screenshot gemacht habe. Deswegen. Ah ja. So, das ist wahrscheinlich falsch rum. Musst du jetzt nur ohne dieses Gestell vorstellen. Es ist halt bloß nur dieses eiförmige. Dieser eiförmige Edelstein. Vom Handy aus. John sitzt gerade irgendwo im Park und macht mein Dog Pitching. Ja, voll chillig. Nee. Ja, da ist es. Also, wie gesagt, ohne das Gestell. Ich kann es auch. Nee, und das gedreht um 90 Grad nach links. Stellt es euch richtig vor, ne? Mhm. Obwohl, es liegt ja gerade im Bett, also das passt doch. Stimmt. Sieht mir nach einem Fabergé-Ei aus, so ein bisschen. Sieht hübsch aus. Nimm's mit. Okay. Ja, das ist ein Drachenei. Nimm's mit, cool. Es ist verflucht. Ja. Nievis ist auch im Raum. Nimmt sie irgendwas wahr, was vielleicht nicht ganz so auramäßig, irgendein drückendes Geruch? Nievis spürt rein gar nichts. Also, um ehrlich zu sein... ich kann auch würfeln. Brauchst keinen. Nievis fühlt sich in dem Raum irgendwie besser wie die ganze Zeit draußen. Trotz dieser... Ja, traurigen Familienangelegenheit, aber trotzdem ist diese Aura hier irgendwie angenehmer. Apropos Drachenei, vor einer Weile hatte Rolfan ja des Nachts mal einen seltsamen Traum um ein Drachenei. Kommt einem der Stein hier irgendwie bekannt vor?
dir, also, der Traum an sich, den hast du definitiv nicht vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie das Ei da im Traum beschrieben wurde, aber vielleicht kommt es mir ja bekannt vor. Es sieht schon, also du musst schon dran denken an deinen Traum, weil es doch schon irgendwie so dracheneiförmig aussieht, aber es sah doch anders aus in deinem Traum, meinst du? Auch wenn es so ungefähr die gleiche Form und sogar die gleiche Größe hatte. Aber cooler Gedanke, muss ich sagen. Noch die Geschichte von damals. Ja, Rüfern wendet sich erstmal von dem Stein ab und schaut, was die anderen machen. Er ruft den anderen zu, Gurtag, hättet ihr einen Moment Zeit? Ich komme. Und Gurtag stapft in den Raum. Mhm. Oder ins Haus. Möchte währenddessen Delina noch eine Frage stellen? Oder was wollt ihr machen? Nein, sie würde dann der Ratte noch ein bisschen was von ihrer Ration geben. Eben so ein bisschen ein größeres Stück, damit vielleicht mehrere Ratten davon leben können und sie dann gehen. Achso, hat Ayo noch. Okay, entschuldige, dann kommt Ayo noch vorher dran. Also ich meine, gut, du kannst ja schon mal auf den Boden absetzen und ihr vielleicht schon währenddessen ein bisschen was bisschen essen oder so hinlegen. Okay. Und Ion ergreift dann noch kurz das Wort und meint zu Lilina, ich hätte da noch eine Frage. Könntet ihr die Ratte bitte noch fragen, ob sie vielleicht noch mehr Menschen wie uns gesehen hat, noch mehr solche Wesen oder wie ihr es vielleicht ihr erklären wollt? Dann wendet sie sich der Ratte wieder zu. Eine Frage hätte ich noch, bevor ihr wieder geht. Habt ihr noch mehr so Wesen wie uns gesehen, die nicht untot riechen? Die nicht tot nach Tod riechen? Entschuldigung. Ich nicht. Aber Onkel Gustav meinte, da wären noch so andere. Das ist so, hat aber nichts gefunden. Doch, oh, er hat einen Apfel gestohlen. Oh, das war lecker. Aber wir haben die da nicht mehr, er hat sie da nicht mehr gefunden. Wir wissen nicht. Waren irgendwo weiter unten. Da bei dem Mann mit dem Hammer. Und mit dem lauten Geräuschen. Weiter unten. Ich verstehe. Ja, Apfel ist wirklich gut. Ich habe leider gerade keinen dabei. Tut mir leid. Sehen die Ratten zufällig unseren Bildschirm, oder? Naja, die hat auch die Map, klar. Ach, natürlich. Na, dann kann ich verstehen, warum sie unten sagt. Ja, der NPC kriegt von mir auch eine Map, ist doch klar. Ja, hallo? Also, ist ein wichtiger NPC hier. Die haben GPS. GPS-Ratten. Genau. Vor allem würden die dann noch sagen, unten und nicht irgendwie in der Richtung oder so. Das ist einfach unten. Nein, das ist... Warte, mir fällt gerade noch was ein. Kannst du dir gerade noch eine Frage stellen? Ob sie vielleicht eine Person gesehen hat, die... Also ganz einfach nur eine Person, die hier rumschleicht. Hast du eine Person gesehen? Ja, euch! Hier, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also ihr wisst ja, off topic mal kurz. Ja, ihr wisst ja natürlich. Jetzt, ich habe jetzt gerade ein Problem, das nur zu beschreiben. Wie soll man... Bitte eine Kopfgeldjägerin! Bitte jetzt so... Wie soll man so einen Gestaltwandler, meinst du wohl, einem Tier beschreiben? Weil Kopfgeldjäger sagt dem Vieh gar nichts. Eben. Wie soll man beides bitte einem Tier beschreiben? Das ist jetzt gerade das Problem. Tja. Ein Wesen, das mal wie eins aussieht und mal wie ein anderes. Aber immer gleich riecht. Aber gleich riecht, ja, zum Beispiel. Ja, okay, nimm das nur in meinen Ton, bitte. Okay. Also mehr und dann bitte. Also wenn du magst, kannst du es nochmal sagen. Nochmal in Character. Jetzt. Kannst du mir zu fragen, ob eine Person, die vielleicht immer die Gestalt wandeln kann, aber trotzdem vielleicht den gleichen Geruch hat? So richtig? Jein. Okay. Klappe. Dann sagt sie zuerst noch zu Ion, also sie hat gemeint, dass eine andere Ratte von mehreren Personen was genommen hat, die weiter unten, bei dem Mann mit dem Hammer waren, aber sie haben sie dann nicht wiedergefunden. Also offenbar ist noch jemand hier, aber ja, sie wissen nicht, wo.
Verstehe. Das könnte vielleicht diese Gruppe sein, denen wir schon begegnet sind. Na gut. Alles klar, danke. Dann ist aber die Frage, ob meine Bekanntschaft auch hier ist. Dann wendet sie sich doch nochmal der Ratte zu. So viel zum Thema. Nur noch eine Frage, aber... Gib ihr ein extra Brot, so. Nee, weil jetzt ist die Hälfte der Ration weg. Ja. Elinina würde das sogar machen. Ich glaube, sie würde eine ihrer Rationen eh sogar geben. Sie würde das. Dann, zum Glück ist Gurtag nicht da. Zum Glück nicht. Aber sagt es nicht, Papa. Nein, nein. jedenfalls. Gurtag ist Papa? Ja, Gurtag ist irgendwie Papa und ich weiß noch nicht, wer Mama in der Gruppe ist. Gurtag verwaltet die Rationen. Der schlägt euch allen auf die Finger. Ja. Vor allem, weil wir jetzt keine 8 Tage mehr haben, sondern 7,9 oder 8. Sie wird sich einfach ein paar Beeren von irgendwo suchen. Das passt schon. Sie muss nur für 3 essen, aber das passt schon. Kann man Zwillinge werden? Ich bin mir sicher, es werden Zwillinge. Sehr gut, einen für Gurtag und einen für Nibis zum Töten. Super. Ja, eben, also nach dem Traum her ist es zumindest nicht nur eins. Kann ich in der Gunst meiner Göttin steigen? Jedenfalls, also sie wendet sich wieder der Ratte zu. Habt ihr vielleicht ein Wesen wie uns gesehen, welches immer anders aussieht, aber denselben Geruch trägt? Erstmal umrundet sie freudig das Essen, das du ihr hingelegt hast, ganz wild, während sie dann fortfahrt. Gleicher Geruch? Anders aussehen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Nein, das gibt es nicht. Okay, danke schön und lasst es euch gut schmecken. Und sie wendet sich dann Walla zu und sagt, also nein, sie haben niemanden der Art hier irgendwo war. Sie meint, das gibt es hier nicht. Außerhalb des Sichtfeldes versammeln sich 50 Ratten und warten auf das Essen. Es gibt ein Festmahl heute. Onkel Gustav hat auch Hunger. Onkel Gustav. Ein paar beäugen uns schon. Lauen schon drauf. Oh, essen, essen, essen. Ja, jedenfalls könnten jetzt die Gruppe, die das... Ja, also Gurtag und Rulfan, ihr könnt jetzt... Also Nivis sitzt noch am Eingang dieses Raumes, weil sie hat eh nichts zu tun und es ist keine Gefahr. Während Gurtag geht an ihr vorbei und streichelt sie dabei über den Kopf und sagt, gut gemacht Mädchen. Und geht weiter zu Rulfan und fragt so, Rulfan, was braucht ihr? Rulfan, ja, zeigt auf das Bett mit der verstorbenen, ich nehme an, Familie. Seht euch das an. Dieser Stein oder ja, das, was der eine Mann da im Bett festhält, könnt ihr feststellen, ob das magisch ist. Ich habe gewisse Skrupel, das anzufassen. Ich möchte mir hier ungern die Finger verbrennen. Gurtag lässt seinen Blick erstmal über das Bett schweifen und meint so, jetzt wissen wir zumindest, wie die Ratten so lange überleben konnten. Das war bestimmt ein gutes Festmahl. Na und ja, lass es mich mal anschauen. Und ich werde wohl oder im Arcanum sprechen müssen, da ich den anderen Zauber nicht beherrsche, den ich liebend gern noch lernen würde. Wie viel haben wir denn noch? Das ist teuer. Also du siehst, wie Gotha Gesten macht und eine gewisse Formel murmelt, die du schon mehrfach gesehen hast. Und plötzlich verschwindet deine Hose. Was? Wait, what? Du stehst nackend da. Und Gurtag lacht, nein. Hatten wir das nackt nicht schon gehabt? Hatten wir schon mal. Ist das jetzt ein neues Shipping oder wie? Gurtag nicht. Gut, dass der Zauber das nicht macht, denn das möchte Gurtag auch gar nicht sehen. Aber gibt es Erleichterung oder Erschwernis dabei? Weil wenn das eine gewisse Magie hat, wird es vielleicht doch eine Erschwernis sein, damit ich irgendwas und so. Naja, da musst du mir das einfach sagen, wie viel drüber hast, weil es ist ein bisschen komplizierter. Also es kann dir nicht direkt eine Erschwernis geben, weil... Also ich habe zumindest eine 1 gewürfelt und ich bin Maximum 12 von 12. Da steht 8 von 12. Oh, 8 von 12 nur. What? Und das mit einer 1? Damn! Aha. Ja, okay. Ja, okay. 8 von 12. Es ist...
Es ist auf jeden Fall nicht magisch. In keinster Weise. Aber dennoch kannst du eine gewisse Aura herauskristallisieren, die du aber nicht zuordnen kannst. Kann dich auch Blutmagie erkennen oder sowas in der Richtung oder dämonische Verunreinigung? Nein, so etwas Negatives definitiv nicht. Es ist eine eher eine positive Aura. Eine positive Aura. Ja, aber eine positive Aura, nur zum Klarstellen, nicht magisch. Mhm. Dann kann ich es dann überhaupt sehen, weil ich kann nur Zauberei im weltlichen Wirken erkennen. Deswegen kannst du es auch halt nicht zuordnen, aber du bist ja... Es ist halt... Es ist undefinierbar für dich. Aber also, es ist eine Art magische Kraft, aber keine Magie in dem Sinne. Ja. Im klassischen Sinne, so okay. So könnte man sagen, ja. Damit kann ich leben. Also, ich sehe zum Beispiel mehr so einen rötlichen Schimmer, okay. Intensitätsmäßig, weil das, da dürfte ich, glaube ich, genug für haben. Sehe ich irgendeine Intensität? Also ist es eher stark, eher schwach? Mehr so ein Glimmen oder mehr? Es wirkt relativ durchschnittlich. Also zumindest wenn ich über 3 bin, darf ich das also. Nee, ja, es ist jetzt stark, würde ich es nicht nennen, aber auch nicht schwach. Es ist so eine durchschnittliche Aura, die von dem Ding ausgeht. Okay. Also, es ist keine Magie, wie ich sie kenne. Aber es hat irgendeine Aura. Irgendwas scheint davon auszugehen, aber ich kann es nicht wirklich greifen. Es wirkt aber zumindest nicht bösartig in irgendeiner Form. Aber mehr kann ich darüber leider nicht sagen. Wolfan, vielleicht sollte ich es einfach mal... Und Gurtak nimmt es sich. Und untersucht es, wenn ich darf. Ja, da versuchen die Magie ein bisschen darin zu ergründen mit Magie. Du hattest ja in Sachen, warte mal, was kann man würfeln bei Sachen Edelsteine? Da gab's doch was, oder? Weil du hast doch auch. Oh, das ist dann Edelsteinkunde oder sowas? I don't know. Gesteinskunde oder sowas? Gab's da nicht was? Aber das wird wahrscheinlich kein Mensch haben, ne? Mhm. Also ich hab's zumindest nicht. Ich könnte es versuchen, aber. Müssen halt sagen, warte mal. Ist es ein Handwerk mehr, was du meinst? Oder ist es mehr Wissen? Es geht mehr eher um das Material, also was das für ein Edelstein ist. Also Steinschneider, ist. Juwelier, Steinmetz gibt es. Also Steinmetz würde es auf jeden Fall wissen. Ich meine, durch zwergische Herkunft hätte ich vielleicht ein bisschen Gesteinswissen, aber es gibt kein... Gesteinswissen, ja, das wäre am ehesten. Warte mal, ich guck mal, ob es Wissen ist. Aber es gibt... Rechtskunde schätzen, Sprachenkunde. Schätzen wäre halt Edelsteine schätzen, also wertschätzen. Gesteinskunde gäbe es sogar bei Wissen, sehe ich gerade. Ja, Gesteinskunde wäre halt. Aber es ist aus massivem Stein oder was? Ja, es ist ein Edelstein. Ich wollte jetzt nur halt, um dir sagen zu können, was es genau für einer ist. Darum geht's. Okay. Dann würde ich Gesteinskunde würfeln. Ich meine, hey, immerhin kann ich sonst vielleicht sogar skillen irgendwie. Ja, obwohl, okay. Kann ich eigentlich nicht. Nee, skillen kann ich es nicht. Ich müsste irgendwen ein bisschen beigebracht. Aber ich kann drauf würfeln. Mhm. Was ist es dann? Mehr Intuition, mehr Klugheit? Es ist Klugheit, Intuition, Fingerfertigkeit auf jeden Fall. Vielleicht. Also wäre es sowohl Klugheit als auch Intuition als Grundwert. Aber weil Fingerfertigkeit macht keinen Sinn, wenn ich nichts darüber weiß, meiner Meinung nach. Intuition auch eigentlich nicht, weil von der Intuition her auf einen Stein zu kommen, ist schwierig, weil das ist ja, Steine sind ja nur Typisierung von irgendwelchen Boden im Endeffekt. Also ich würde ja sagen Klugheit, aber ist deine Entscheidung dann? Eher Klugheit dann. Ich glaube, so unbekannt sind die auch gar nicht. Deswegen. Ja, ich meine, allein aus Zwerges Hintergrund würde ich Klugheit nehmen, ansonsten wäre das auch klar. Ja, aber, ja, klar. Klugheit, Irgendeine Schwernis? Nee, mach mal ganz normal. Okay. Damn. Oh, ich würfel immer noch als Nivis. Ups. Da. Ja, leider nicht. Ja. Dieser Stein kommt mir sehr bekannt vor, aber ich weiß nicht, worum es sich hier behandelt. Wir müssen vielleicht ein Buch finden, in dem ich nachschlagen kann. Aber es scheint nicht gefährlich. Ich fühle mich nicht anders. Kurz noch zur Beschreibung, die halt auch ohne die Probe klar ist. Sie ist ungefähr handheller groß, oval und glatt geschliffen.
ja, viel mehr kann ich jetzt halt dazu nicht sagen. Das ist aber da, klein, okay. Da Gurtak den Edelstein einfach so genommen hat, ja. Ist er durchsichtig? Sorry, Rolfan. Nee, durchsichtig nicht, aber... Okay, trüb. Ja, also mal, ja, ich sag... Weil ein geschliffener Edelstein ist für gewöhnlich durchsichtig, durchscheinend, weil es ein Kristallgeflecht ist, aber... Ich sag, jetzt sind die Lichtverhältnisse gerade nicht wischen. So gut, aber vielleicht, wenn okay. ihr draußen Gesundheit. Seid, dann... Danke. Gesundheit, ja. Nee, da Gurtak den Stein jetzt einfach so genommen hat, fasst Rolfan den jetzt auch mal an und ja, versucht da irgendwas zu spüren. Wenn da schon irgendwie was ja, Positives von ausgehen soll, kann es ja sein, dass ich da was von merke. Ist der Stein vielleicht warm? Nein. Also warm ist also, halt ein ganz normales, typische Temperatur. Du spürst auch nichts wirklich, als du ihn anfasst. Du merkst halt nur diese eine wirklich feine Schliffarbeit dahinter, aber ansonsten kannst du da nichts ausmachen. Mhm. Nun, ich denke, wir nehmen ihn mal mit und schauen mal. Vielleicht können wir ihn später identifizieren. Und Gurtak schickt ihn ein. Vielleicht kann uns Aeon da ja helfen. Wir hatten hier schon ein paar, ja, geisterhafte Bewohner. Vielleicht können die uns mehr über den Stein erzählen. Wenn du einen Minenarbeiter oder Steinmetz findest, vielleicht. Oder Steinschleifer. Zumindest der Schmied könnte vielleicht etwas drüber wissen. Gurtak ist ein bisschen angefressen darüber, dass er als Zwerg nicht direkt sagen kann, was es ist. Nur so. Also der Unterton schwingt so ein bisschen mit. Nun lassen wir den armen Geschöpfen hier ihre Ruhe. Ja, da habt ihr wohl recht. Hier scheint sonst nichts weiter zu geben. Dann gehen wir raus. Mhm. Gut. Okay, dann sagen wir, wir kommen draußen an, oder? Ja, klar. Ja, also wenn die Ratte noch nicht weggelaufen ist, dann würde man Lina immer noch daneben hockend und sie fragen. Die Ratte hat angefangen, also nachdem ihr halt nicht mehr miteinander gesprochen habt, hat sie angefangen, Ration in das andere Zimmer zu bringen, wo die Vorratskammer ist, immer so stückchenweise. Und du hörst auch immer wieder so, oh, das wird so schön. Oh, er wird sich so freuen. Oh mein, ich hoffe, sie kommen heute alle. Und ja, sie ist total aufgeregt. Ach, süß. Dann ist ein glückliches Lächeln auf ihren Lippen, während sie es immer wieder beobachtet. Beim Rausgehen tritt Gurtak versehentlich drauf. Nein! Das ist so herzlos. Nein, würde er nicht machen. Natürlich nicht. Kann man das auswürfeln? 50-50. Beim 20er passiert. Gurtak stellt im Raum, hört plötzlich ein Knacken unter seinen Fuß. Ne? Oh, eine halbe Ration, wie gut. Oh nein. Oh. Da hat sich die Ration wieder ausgeglichen von vorhin. Ne? Ey, die halbe Ration hast du in der Schulsohle jetzt kleben. Oh nee. Oh Gott, Lina würde anfangen zu weinen. Oh, nee, das ist bitter. Oh, wie böse. Alter, wie mies. Kann ich drauf würfeln, ob Nivis hungrig ist? Nein. Ach, Gott, Heilige. Gary, jetzt hast du echt den Vogel mal abgeschossen, weißt du was? Die Ratte steht jetzt unter ihrem Schutz. Wenn denn irgendwas passiert, beschwört sie einen Meteoriten. Wir sind nicht kündige schon mal an. Info, wir sind nicht bei Final Fantasy, also bitte lass das. Und plötzlich ich bin Freimagerin, ist 20 Kilometer Radius ausgelöscht. Oh je. Oh ich stelle mir jetzt die Lina als Sephiroth langsam. Das? Das müssen wir welche Musik kommen muss, wenn die Dämonen mal zur Welt kommen. Ja. Oh, komm, Alter, ich habe jetzt Musik eingebunden. Manchmal kommt vielleicht auch ein bisschen was Bekanntes. Also jetzt noch nicht, aber wenn wir halt vor Ort und Stelle sind. Okay. Oh, cool. Ich sag euch, ich werde die Evil-Mucke wieder hören. Bitte nicht. Man muss ja auch sagen, ne, Lilina ist ja auch schon sehr, sehr, sehr alt. Also, ne, jetzt wisst ihr, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, weil ein Dino auf eine Ratte getreten hat. Also, ich würde aufpassen. Die haben nicht gleichzeitig existiert, ist egal. Doch. Ich würde aufpassen. Ah, auf Ähnliches halt.
Wow. Um einen der ersten Säuger zertreten. Wow. Lilia sie ausgelöscht. Falls ihr euch fragt, wie die Eiszeit entstanden ist, also. Frag Gary. Sie hat genießt. Oh Mann. So, okay, ja, also ja. Wir kommen auf jeden Fall raus, während die Ratte sich in ihre Vorratskammer verzieht. Und du ein langweilig. Guten Tag, nimmt einen Hammer und. Nein. Macht nichts dergleichen, er kommt einfach raus und hält euch den Stein hin und sagt: So, schaut mal, was wir hier gefunden haben. Kennt sich irgendjemand mit Gestein aus? Ich wollte eh gerade zu euch reinkommen. Darf ich auf Klugheit würfeln? Ich bin gerade voll klug. Vielleicht weiß ich irgendwas. Das kommt genauso klug wie Gurtag. Kurze Frage mal. Kann ich was irgendwie würfeln? Ich meine, ich kann euch noch generell was sagen. Als Gurtag zu euch gekommen ist, ich nehme an, er hat so ein bisschen an den Tisch positioniert. Da ist ja auch das Fenster, so ein bisschen mehr Lichteinfall. Dann hat eigentlich bin ich aus der Tür rausgekommen. Genau, Dann bist du ja bei dem Raum, wo das Fenster ist und so, ein bisschen mehr Licht wieder hinten. Und da hat man gesehen durch den Lichteinfall, dass es so ein bisschen jetzt, je nach Blickwinkel, so ein milchiges Rot-Weiß oder teilweise auch so ein schwärzliches Rot so ein bisschen reflektiert. Es ist ein freaking Rubin. Goethe erkennt keine Rubine. Nee, ein Rubin ist nicht, das kann ich... Ich weiß nicht, kann ich irgendetwas würfeln? Ich meine jetzt, ich aber so ein bisschen geldgierig bin oder so, das vielleicht als Nein, überhaupt nicht. Deswegen bist du noch kein Edelstein-Schätzer. Ich bräuchte da trotzdem schon sowas wie Gesteinskunde oder sowas ähnliches. Also es ist jetzt nicht so der ultra bekannte Dings wie ein Rubin oder so, aber man sollte sich doch ein bisschen auskennen. Ich glaube nicht, dass ihr sonst was habt. War halt... Also wenn du Schätzer hättest, dann bestimmt, aber... So. Ja, und sowas habe ich ja nicht, weil ich... Ja. Sowas könnte ich vielleicht gebrauchen, Schätzer. Weil du nie ein Buch in die Hand nimmst. Habe ich sowas in der Art vielleicht schon mal irgendwann in meinem Leben... Bücher darf ich ja nicht lesen! Sorry. Entschuldige. Ich glaube nicht, nee. Also... Dann bleibt sie bei ihrem Kommentar. Der ist aber schön. Der ist schön. Glitzer. Nicht? Nun ja. Dann müssen wir doch ein Buch finden. Und Gurtag steckt's wieder ein. Hey, und meint ihr, dass einer der hier ansässigen Geister uns helfen könnte? Ich meine, ihr habt ja mit ihm gesprochen. Meint ihr, einer von ihnen könnte eventuell da mehr wissen? Für einen Stein? War der Schmied ein Goldschmied?